immer noch bewölkt, es regnet immer noch hier bei uns in Punta Cana, ist Novemberwetter. Ich habe jetzt ein paar Tage gewartet und gehofft, dass es besser wird, weil die Videos, die ich eigentlich machen wollte, die sollten schon so ein bisschen Sonne haben. Aber die ist, kommt zwar raus, aber die ist nicht so zuverlässig und da habe ich mich jetzt entschieden. Wir fahren nach Puertecito und nach Los Corales in ein, zwei Bars und machen mal ein Mojito-Vergleichsvideo. Ich opfere mich dafür für euch, muss allerdings noch kurz was anderes anziehen. Also, wir sehen uns gleich. Ich habe mir einen Fahrer gefunden, weil wenn man ja plant, betrunken zu werden, dann ist es ganz gut, wenn man jemanden dabei hat, der dann noch fahren kann. Ich habe Strohhalme eingepackt und wir sind auf dem Weg nach Los Corales, El Cortecito, zum Mojito Competition. Ja. So, wir sind jetzt hier im Plaza Turquesa, im Don Pio, ein kubanisches Restaurant. Und heute wird es hier den ersten Mojito geben. ¿Qué Mojito hay? Tenemos Mojitos cubanos, que son de limón. Tenemos de chinola, o passion fruit, de strawberry, de mango, de piña. Wow. Pueden coger entre los sabores que ustedes. Pero como es un restaurante cubano, yo voy con un cubano. Sería perfecto. Chinola. Okay. So, Plaza Turquesa im Los Corales oder kurz davor. Wir sind hier im Don Pio. Hier gibt es den ersten Mojito. Für Karin und mich jedenfalls. Wir haben den Mojito Clásico, also den Cubano, nur mit Limone bestellt. Und der Andreas, weil er ja der Fahrer ist, der kriegt ein Virgin Chinola Mojito, also ohne Alkohol. Weil er ja der Fahrer ist. Also, wir warten auf unsere Drinks. Ah, Strohhalme haben wir auch. Alles verteilt. Alles unter Kontrolle hier. Hello. Hello. Hola, Juan. Oye. Muy bien, gracias. Cubano. 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 Original. Yay. Cubano. Original. Original. And the one without alcohol for our driver. Maracuyá, parchita. Okay. Salud. Muchas gracias. Mojito die erste. Salud. 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 Makes you happy? Happy, yeah. Okay. Also, very happy. Karin hat ihren ersten probiert, macht sie sehr glücklich. Weiß nicht warum, weil er so sauer ist und sauer lustig macht oder weil schön viel Alkohol drin ist. Super lecker. Okay, Andreas hat zwar keinen Alkohol drin, aber trotzdem. Ist ja super lecker. Trotzdem ist er super lecker. Okay, jetzt Icke. Also der Mojito im Don Pio, auch wenn wir noch nicht so viel getrunken haben, kann man schon mal sagen, er ist nicht zu süß. Er ist genau richtig sauer und schmeckt eigentlich ziemlich lecker. Ich mag die nicht so gerne, wenn die zu süß sind. Also für mich ist es sehr lecker. Yum, yum, yum. Und wie ihr seht hier unsere Barbaro-Kultur, man sitzt auf den Parkplätzen. Immer auf den Parkplätzen, kann ich euch ja hier mal ein bisschen zeigen, sind die Restaurants. Ah, da sind jetzt Autos, aber hier beim Don Pio, weil halt einfach nicht so viel Platz ist, nebenan ist noch ein Restaurant, aber man kann hier auch drin sitzen, man kann hier auch essen. Also hier gleich neben Plaza, neben Los Corales ist die Plaza Turquesa. Mit all diesen Restaurants. Da ganz hinten ist noch das Citrus, da kann man ganz gut essen. Hier zwischendurch haben im Augenblick welche zugemacht, weil einfach nichts los ist. Und Pio hier hat offen, da ist der BAM-Supermarkt. Und nebenan gibt es auch noch was. Das ist so. Mal ein kleiner Zwischenstatus.
Ich bin schon leicht angetrunken. Ich auch. Ja, aber du hast schon mehr getrunken als ich. Ich hatte eigentlich 3 Mojitos auf dem Plan heute. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Es kann sein, dass es hier 2 sind. Happy Hour. Ausgetrunken. Karin ist betrunken. Ich noch nicht. Jetzt mach ich ihn gut. Wir müssen jetzt nur noch weitergehen zum nächsten Lokal und den nächsten Mojito probieren. Ach, Happy nee. Hour. Wir müssen noch bezahlen. Bezahlen müssen wir auch noch. Nee, Happy Hour bezahlt man nie. Du musst nur, ich muss nur schneller laufen wie du. I don't think so. I don't think so. La cuenta! Strohhalme werden mitgenommen. Jeder sein, weil wir können nicht abwaschen. Du kannst deine Lehne tragen hier. Da, wollten wir geben, aber nö. Jeder trägt seinen eigenen Strohhalm. Karin auch. Karin, hol mal dein Mojito-Suchgerät raus. Happy Hour, no Mojito. Ja, aber no Mojito Detector. So, wir hier in Bacamone. De Mojito tú tienes. Hay de chinola o maracuyá, el normal, el tradicional, que es el de limón, y de fresa. Ich nehme diesmal einen anderen, weil man muss ja einen Vergleich haben. Ich nehme Erdbeer. Okay, ich nehme den normale. Para mí una limón, fresa. Maracuja. Ich nehme, ja, okay. Gracias. So. Bitte zeichnen. Ein Mojito später. Da kommen unsere Mojitos. Erdbeer. Chinola. Gracias, Paola. Okay, muchísimas gracias, Paola. So, okay. I have my strawberry mojito. Number 2. Andrea stays with the same. And Karen too. Now we don't know what to do with the free beers. So, wir stellen fest, mit dem frischen Obst in unseren Mojitos ist eine sehr gute Lösung. Also es ist natürlich total lecker, aber es verstopft den Strohhalm, weil also nicht das ganze Erdbeeren drin wären, aber aber fast. Ich bin mir sicher, dass ich gewonnen habe. Ja, Karin hat in der Tat ganze Limonenscheiben drin. Und bei Andreas sieht man, der hat halt wirklich Chinola, weil da diese Chinola-Kerne mit drin sind. Also, nicht, dass man mich hier irgendwie hört, weil es wahrscheinlich sowieso viel zu laut ist, aber ich schreibe dann den Text einfach drunter. Aber super lecker auch hier. Nummer 2? Ja. Anders, aber auch gut. Wie gesagt, fast mit ganzen Früchten, ein bisschen süßer. Andreas versucht gerade seinen Sträumen freizukriegen. Andreas ist es Essen und Trinken und Essen. Ich hätte gerne einen Obstsalat mit Alkohol. Ohne Alkohol. Ohne Alkohol. So, wir haben schon ausgetrunken. Das liegt auch ein bisschen daran, wir haben den Eindruck, dass hier weniger Alkohol drin ist als vorher. Im Don Pio. Ja. Sehr schön hier. Nette Leute. Paola. 1A. Aber wir haben das Gefühl, Karin hat das Gefühl, sie ist wieder nüchtern. So, die Mojitos hier sind etwas teurer auch als im Don Pio. Der normale Mojito ist 200 Peso, gut, der war dem anderen 190. Da waren aber die Steuern schon mit dabei, die kommen hier noch mit dazu. Und der Erdbeer-Mojito ist 250 Peso plus Steuern, also nochmal 18% drauf, 28. Ja. Also
viel teurer hier als im Don Pio. Nur mal so zur Info. So, wir sind jetzt hier im Onus, wie man sehen kann. Und im Onus gibt es jetzt einen Mojito mit Coco. Yo quiero un Mojito con Coco, por favor. Okay. Bin ich nicht die Einzige. Mojito de coco. Sí, sí. No. So. Also mal einen Strohhalm rausholen. Mojito de coco. Very sweet, sehr süß, sehr kokosnussig. Kann fast noch die ganze Kokosnuss sehen. Zum Glück ist nicht mit ganzen Früchten diesmal. So, das Schöne am Onus ist, man hat seinen Drink in der Hand und die Füße im Sand, wenn man möchte. Das Ambiente ist einfach wunderschön hier am Strand. Drinks sind gut, Essen ist gut. Mein Favorite Mojito, muss ich sagen, war der erste im Don Pio. Mein Lieblingsambiente ist hier eindeutig, wenn man am Strand sitzt, Meeresrauschen. Ist unschlagbar. So, das zu unserem Mojito-Wettbewerb heute hier in unserem Freitagsvideo. Mojitos in Bávaro. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren. Heißt es überhaupt liken in Deutsch? Also mögen vielleicht, mögen, abonnieren. Und dann sind wir auch nächsten Freitag wieder für euch unterwegs. Cheers. Prost. Salut. So, mal zum Preis. Der Coconut Mojito hier im Onus kostet 207 Peso plus Steuer. Also nochmal plus 28%. Haben wir das auch.